schön, dass ihr da seid. Auf euch. Okay, ich würde sagen, ihr seid alle versorgt, dann legen wir doch mal los. Schön, dass ihr alle da seid, hier heute in Stuttgart zur dritten Ausgabe mittlerweile von unserem Talk Meet the Original. Ich bin Miriam, ich bin Musikjournalistin und ich habe heute die Ehre, zwei ganz tolle Gäste in Empfang zu nehmen. Einmal ganz außen, sie ist ein echtes Berliner Original. Ihre Karriere fing nirgendwo anders an als Teenie im SO 36 in Kreuzberg, muss man kennen, wozu sie uns bestimmt gleich ein bisschen mehr erzählen wird. Und alles fing an mit dem Film Die Fremde. Es folgten danach unzählige weitere Projekte, Auszeichnungen und aktuell ist sie ganz frisch mit dem Film Jagdsaison im Kino zu sehen. Und ihr kennt sie bestimmt eh alle, spätestens seit ihrer Rolle in Vier Blocks als Amara Hamadi oder auch als Tatort-Kommissarin Mida Shahin. Und ich bin sehr gespannt, heute mehr über das Original hinter der Rolle zu erfahren. Deshalb einmal Applaus bitte für Almila Bagriaci. Dann zu meiner Linken. Er ist Musiker, Singer-Songwriter, Rapper, Produzent. Ihr kennt ihn natürlich alle von Freundeskreis, aber auch von seinen eigenen Projekten. Hier sitzt meine Freundin im Publikum, mit der ich vor zwei Wochen im Griechenlandurlaub war. Und er hat es tatsächlich geschafft mit seinem letzten Projekt Athen, passend natürlich, mich fast zum Heulen zu bringen, obwohl ich eigentlich nur am Strand entspannen wollte. Und er ist nicht nur ein echtes Original in der Hip-Hop-Szene, sondern natürlich auch ein echtes Stuttgarter Original. Deshalb bitte einmal Applaus für Max Herre. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere hier meinen Podcast, der heißt Danke gut, da geht es um Psyche. Und die erste Frage in diesem Podcast ist immer, wie geht's dir? Und man muss sie ehrlich beantworten, deshalb an dieser Stelle, wie geht's euch? Ermila, vielleicht fange ich bei dir an, wie geht's dir denn heute? Ich bin gestern aus Berlin angereist und hatte eine sehr schwierige Fahrt mit Verspätungen, aber wir kennen es ja mittlerweile. Und dann kam ich endlich an und habe erstmal gut geschlafen. Wir antworten ja ehrlich, haben wir gesagt. Und heute bin ich, also jetzt so die letzten 20 Minuten habe ich schon gemerkt, dass ich sehr aufgeregt bin. Davor war ich eigentlich sehr entspannt. Ich hatte das Glück, dass ich Max schon vor zwei Wochen kennenlernen durfte, zufällig. Aber jetzt, wo wir auf der Bühne sind, merke ich doch, wie aufgeregt ich bin, einmal wegen euch und einmal auch, weil ich nie gedacht hätte, dass ich irgendwann mit Max Herre auf der Bühne sitzen werde. Deswegen bin ich aufgeregt. Same. Also, ich bin auch aufgeregt. Ich habe gerade gesagt, wir standen an der Bar da hinten, habe ich gesagt, das ist so ein bisschen wie auf Elternabenden. Also es ist was anderes, wenn man eine Band hinter sich hat und Licht und man weiß, was passiert, aber freie Rede von Menschen, die ganz nah sitzen und einen tief in die Augen schauen, das macht einen immer ein bisschen nervös. Also mir geht's gut, aber ich merke eine leichte Nervosität und freue mich trotzdem, dass wir hier zusammen sind. Freue mich sehr, dass du das machst, Miri, mit uns heute. Und auch, dass ich auf der Bühne sein darf hier mit dir, Emilia. Freut mich sehr. Emilia, du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass ihr euch schon ein bisschen kennt. Deswegen, vielleicht finden wir mal raus, was so die Überschneidungen sind zwischen uns allen hier. Ihr zwei habt euch vor zwei Wochen das erste Mal kennengelernt. Erzählt mal, wie in welchem Rahmen, was war das genau? Die Antilopengang hatte ein Konzert und mein Freund hatte da einen Gastauftritt und Max Herre auch, damals noch Max Herre für mich ausschließlich. Und, oder auch Herr Herre. Herr Herre. Und dann hat mir Bobby Fletcher gesagt, so heißt mein Freund, dass Max Herre da sein wird und dass es doch gut wäre, dass wir uns schon mal kennenlernen. Und dann bin ich hingefahren, aber in erster Linie, um ihn zu unterstützen. Und dann habe ich total cool versucht, mich direkt im Garten hinzusetzen neben Max Herre und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ja, was geht? Ich bin jetzt auch da. Wir haben ja bald ein Panel zusammen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin auch ein Overthinker, denke ich so, Gott, war ich unangenehm? Überhaupt nicht. Das Witzige ist ja, und dass du das so erzählst, es geht uns ja allen so mit Personen, die wir zu kennen glauben, weil wir ihnen folgen. Ich gucke zum Beispiel 20.15 Uhr Tatort am Sonntag und natürlich bin ich riesen Fan. Ich glaube, das war das Erste, was ich gesagt habe. Ja, du hast gesagt, so, du bist unsere Frau im Vatikan. Ja, genau. Das habe ich all meinen Freunden erzählt. Genau. Max Herre hat gesagt, ich bin die Frau im Vatikan. So ist es.
Also so ein Fanboy-Moment, den hatte ich natürlich auch kurz, aber es war sehr nett. Und ja, ich war eben auch bei Antilopengang, wir haben einen Song, Danger Dan und ich zusammen, um den zu performen, und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe deinen Freund kennengelernt, von dem ich nur den Künstlernamen noch weiß. Das ist auch so witzig. Er heißt ja nicht Bobby wahrscheinlich, oder? Nein, er heißt Finn. Ja, sehr, sehr nette Begegnung auf jeden Fall. Mhm. Wisst ihr sonst noch irgendwas übereinander? Also sagen wir mal, nennt vielleicht mal 3 Stichworte von Dingen, die ihr übereinander schon gehört habt, damit wir auch so langsam reinkommen ins Kennenlernen. Soll ich? Ja, fang du mal. Na, 4 Blocks? Mhm. Ja, jetzt nicht meine ganze Moderation einfach unter der Tanne. Tatort, und wirklich, es ist ja mit den Tatorts, man muss ja Glück haben. Wenn der Kieler Tatort kommt, dann hat man großes Glück gehabt, finde ich. Weil einfach, das ist einer der besten, wie ich finde. Und das Dritte, also ich hatte nicht so eine Berührung und auch nicht so ein Bild, aber für mich ist schon unser erstes Kennenlernen ist so ein jetzt ein Moment. Ich verbinde es sehr Backstage, wir im Garten, auf tollen Konzerten. Das ist so, glaube ich, unsere Ebene. Mhm. Was weißt du über Max? Wissen ist so eine Sache. Ne? Mit dir war der erste Song, den ich von Max gehört habe, und dann natürlich auch von Max und Joy. Ich weiß, dass du Joy kennst und ich finde sie ganz toll. Und tatsächlich gibt es noch einen Schnittpunkt über unseren Freundeskreis. Haha. wir haben gemeinsame Freunde, aber sind uns so nie begegnet. Ja. Ich habe auch ganz witzige Überschneidungen mit euch. Einmal haben wir schon viel drüber geredet, dein Sohn Isaiah. Ich habe meinen Stuttgart aufgelegt. In der Schräglage war das? War das die Schräglage? Ja, Schräglage, genau. Und da saß der im Backstage und hat mich so ein bisschen getestet, ob ich denn wirklich gute Musik kenne oder nicht. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen drüber geredet. Und ich war tatsächlich 2012 in Stuttgart, weil ich komme auch aus Baden-Württemberg, aber aus einem verfeindeten Gebiet in Baden. Ich war auf dem Hip-Hop Open 2012, als du gespielt hast. Mhm. Ja, da habe ich gerade mein Abi gemacht und das war auf jeden Fall, ich glaube, mein Jahreshighlight, dieses Hip-Hop Open. Und bei dir, dich sehe ich die ganze Zeit in Berlin auf Konzerten. Die ganze Zeit. Deshalb dachte ich also, die Verknüpfung, dann ist mir gefallen, naja, Musik, klar. Ich glaube, bei Jay Huss habe ich dich mal gesehen, kann das sein? Ja, da war ich auch, Jay Huss war krass. Mm-hmm. Und dann siehst du mich und sagst nicht Hallo? Nein, ich bin schüchtern. Came in a black dress, left in a white one. Genau, der Jay Huss. Stimmt. Und ich habe meinen guten Freund Berkan konsultiert, der übrigens einen Song darüber gemacht hat, dass er nie wieder nach Stuttgart will, nehmt es bitte nicht persönlich. Genau, Berkan ist ein gemeinsamer Freund und auch Musiker. Und der hat mir erzählt, dass du schon sehr, sehr, sehr lange Musik machst. Und zwar spätestens, aber wahrscheinlich schon früher, seit du 16 bist. Da warst du nämlich bei einem Workshop von dem türkischen Rapper Ceza, der sehr, sehr bekannt ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen. Was hast du da bei einem Rapper für einen Workshop gemacht? Also ich möchte erst mal sagen, wenn ich so lange schon Musik machen würde, dann wäre das auf jeden Fall da draußen in der Welt. Mhm. Ich habe tatsächlich, bevor die Schauspielerei angefangen hat, immer gesungen, Musik gemacht, Klavier gespielt und habe einmal das Workshop mit Ceza gehabt, wo ich auch Berkan kennengelernt habe, und dadurch waren wir so eine Teenie-Gang und haben uns immer gegenseitig supportet, und Berkan war dann auch auf meinem Abi-Ball und hat dann uns kam dann mit seiner Band, und das fand ich ganz toll, da hat sich so ein Kreis geschlossen, und auch Workshops in der Philharmonie gehabt und so, und habe dann versucht, alte türkische Lieder, Volkslieder in Jazz umzuwandeln und mit Orchester vorzutragen und so. Und das war halt voll mein Ding. Bin dann aber in die Schauspielerei gerutscht. Und ich dachte so, damals war das auch so unmöglich, Musik in Deutschland zu machen und dass das dann auch noch gehört wird oder dass das funktioniert für mich. Und als das mit der Schauspielerei mich so reingezogen hat, kam das eine nach dem anderen und ich habe nur noch gedreht und habe dann gemerkt, dass die Musik irgendwie links liegen geblieben ist, was meiner Seele sehr wehtut, weshalb ich während der Pandemie angefangen habe, ausschließlich erstmal für mich mit Homestudio und so Musik zu machen, und ich merke einfach, dass es ein wichtiges Ventil für mich ist, neben der Schauspielerei, um Dinge, die ich
mit der Schauspielerei nicht ausdrücken kann, mit der Musik ausdrücken zu können, weil es steckt einfach viel zu viel in einem manchmal fest und es öffnet deinen Brustkorb und damit es raus kann, hilft es zu singen. Mhm. Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein auf Thema Selbstverwirklichung und eben auch deine Musik. Ich habe jetzt ein kleines Spiel vor, das habe ich noch nie gemacht, deswegen, es könnte auch richtig unangenehm werden. Aber ich wollte schon mal mein kleiner Quizmaster sein. Und falls jemand Kontakte zu Wer wird Millionär oder so hat, dann ne, sagt Bescheid. Genau, und zwar eine Wahrheit, zwei Lügen. Und ihr müsst jeweils raten, was davon wahr ist und was gelogen ist. So, fangen wir mit Max an. Ich habe ein paar Fakten über Almila. So, einmal, sie hat eine goldene Himbeere erhalten, diese Auszeichnung für ganz schlechte Filme. Almila war Botschafterin des Deutschen Brotes. Des Deutschen Brotes. Almila wurde wegen ihrer Tatortrolle zur Ehrenbürgerin von Kiel. Pokerface bitte. Also ich finde, sie hätte die Ehrenbürgerin verdient und deshalb sage ich dritte Antwort. Ganz genau. Dankeschön erstmal dafür. Kiel, ihr habt es gehört. Nein, ich war die deutsche Brotbotschafterin, die Brotschafterin. Ja, Brotschaft. Ja, was hast du denn für? Ihr lacht, aber Brot ist extrem wichtig. Ja. Und ich fand es auch voll toll, es war mir eine Ehre, dafür anzutreten, weil Brot nach Hause bringen ist so das, weshalb wir arbeiten auch und uns selbst verwirklichen natürlich auch, aber Brot ist sehr kostbar, finde ich. Und das merke ich auch an so, in so Zeiten wie Ramadan und so, wenn wir uns so zurücknehmen müssen, wenn man dann das erste Mal in so ein Brot beißt, das ist einfach Himmel auf Erden. Deswegen war ich gerne Brotbotschafterin. Nothing to be ashamed of, ganz im Gegenteil. Okay, dann habe ich einen Fact über Max und du wirst mich wahrscheinlich jetzt hassen. Null Punkte. Erzählen wir Punkte. Also wir sind ja nicht, leistungsgesellschaftsmäßig unterwegs. Nein. Wir sehen das kritisch. Genau, okay. Wir machen es wie in der Waldorfschule, bitte. Okay, bitte hast du mich jetzt nicht, Max. Also, Max wurde von der Bravo als Jesus von Benstown betitelt. Als Jesus von? Benstown, weil wir sind ja in Benstown. Ja. Max wurde von der Popcorn als Checker vom Neckar, oh Gott, ich wollte schon immer mal in meinem Leben aussprechen, sorry, als Checker vom Neckar betitelt. Oder Max wurde von der Juice als der Daimler Don bezeichnet. Das dritte, der Juice. Der Daimler Don? Hätte ich jetzt einfach gesagt, das ist so falsch. Du guckst mich so an, ich habe schon recht. Komm, sag, dass ich recht habe. Max? Nee, das ist völlig falsch. Nein. Muss ich die Story jetzt erzählen? Du das erzählst Bravo, ist es das Erste? Ja. Das war das Erste. Das der Daimler Don entsprach in meiner bunten Fantasie. Der Benstown, deshalb wäre es Boss Benz oder sowas gewesen eher. Nee, tatsächlich gab es diesen Artikel und es war damals ein bisschen, ich habe das irgendwie nicht so für witzig befunden, weil wir so eine upcoming Crew waren mit Kolchose und ganz vielen Acts und dann, wenn der eine so eine exponierte Rolle kriegt und die anderen, das wurde dann auch so durchdekliniert, hier sind die Jünger und da ist der Tempel, 0711 Club war der Tempel und die Massiven waren dann nur, und Robbe waren nur irgendwelche Jünger und so. Also es hat für so ein bisschen Spannung in der Clique gesorgt und deshalb war ich nicht so glücklich darüber. Zumal das damals wirklich im Hip-Hop war das so ein No-Go, mit Teenie-Presse zu reden. Ja. Irgendwie dann in der Generation danach, danach haben es alle gemacht, aber bei uns war das noch so, das ist eigentlich nicht ein Medium, mit dem man zu tun haben möchte. Mhm. Aber wenn du schon gerade bei Teenie-Presse bist, seid ihr so Menschen, die zum Beispiel lesen, was über sie geschrieben wird? Manchmal, wenn da Bullshit steht, lese ich es mir durch und ärgere mich darüber. Oder da steht, also ich hatte mal einen wunderschönen Artikel in der Süddeutschen, als ich mit 26 Tatort-Kommissarin wurde, haben sie sowas echt Schönes geschrieben mit jüngste Kommissarin und so, weil ich gemerkt habe, dass sie recherchiert haben und da outgepointet hatten, dass ich Diplomatin werden wollte und gar nicht Schauspielerin und dass die Diplomatie ja doch geklappt hat in der Schauspielerei und so. Und die haben da, also dann freue ich mich auch immer. Aber meistens kriegt man es mit, wenn es brennt, ne? Also wenn ich lese, ich habe früher nie religiert und das war ein Problem, bis ich gelernt habe, oh, man darf ja alles religieren, was geschriebenes Wort ist. Und das mache ich jetzt stichprobenartig. Ich gucke einfach, ob das auch so steht, wie ich es religiert habe. Aber ich probiere eigentlich nicht so viel zu lesen. Okay. Gut.
dann reden wir auch gleich später. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit auch über Thema Social Media und so weiter. Aber kommen wir gleich dazu. Ich habe nämlich noch zwei. Und zwar einmal. Almila ist damals mit Boxern nach Deutschland gekommen. Almila ist im Privatjet nach Deutschland gekommen. Würde heute ja nicht mehr gehen, ne? Also hier, da haben nicht die Jenners. Ja, egal, irgendwas war mit Kylie Jenner und Privatjets. Und Almila hat ein Schauspielstudium in Deutschland bekommen und ist daraufhin hergezogen. Na, ersteres, würde ich sagen. Weil Privatjet, glaube ich, weiß ich nicht. Aber also es kann schon sein, dass sie unter, genau das. Obwohl, nee, ich nehme den Privatjet. Ja. Und ich weiß, deine Eltern haben ja als Korrespondenten gearbeitet, glaube ich, ne? Und ich stelle mir vor, dass sie einen ganz wichtigen Auftrag hatten irgendwo und hatten sie, und ja, du dann da einfach mit bist. Der Auftrag war es, mich hierher zu bringen, ja, genau. Eule nach Athen tragen. Mäßig. Genau, genau. Ja. Also der Privatjet, ganz. Okay, vielleicht magst du aufklären. Ja. Ich bin tatsächlich mit der türkischen Nationalboxmannschaft nach Berlin geflogen. weil meine Eltern schon hier waren. Das stimmt, sie sind als Korrespondenten nach Deutschland. Und dann bin ich mit der Nationalmannschaft hierher geflogen, weil mein Vater, Sportreporter war unter anderem. Und es war so crazy, dann mit ihnen zusammen anzukommen. Und es war halt voll so ein Presseevent. Und ich so dazwischen habe so einen riesen Blumenstrauß bekommen, der so groß ist wie ich selber, also damals. Und war so quasi das Maskottchen von diesem Boxteam. Und da hat sich auch eine Affinität für mich entwickelt, weil ich dachte, ich bin nicht ohne Grund mit diesem Team hierher gekommen. Und das war unter anderem leider der verstorbene Boxer Sinan Shah Mesham, mit dem ich hergeflogen bin, ja. 95, Tegel. Okay, dann noch ein Sprung zurück zu den Anfängen bei Max. Und zwar, der Legende nach, hat Max angefangen, Rap auf Deutsch zu machen, als er den Rap von Thomas Gottschalk im Fernsehen gesehen hat und es besser machen wollte, als er Advanced Chemistry gehört hat oder als er Fettes Brot, die sich ja gestern, glaube ich, aufgelöst haben, gehört hat. Gottschalk, Advanced Chemistry oder Fettes Brot? Thomas Gottschalk war übrigens der erste, faktisch erste Deutschrapper. Deutschrapper. Falco. Nee. Thomas Falco. Gottschalk hat schon Falco. Way back das erste Mal Sprechgesang performt im Fernsehen. Echt, ja? Naja. Fettes Brot denke ich nicht. Das würde ich schon mal. Also Fettes Brot ist halt, die sind nicht so deine Inspiration gewesen, dann aufzuerstehen. Was war, okay, komm, wir gehen mit A. Was ist mit Gottschalk? Gottschalk. Löse ich das? Ja, auch? Ja, nee, Gottschalk war es nicht, obwohl das stimmt, der hat wirklich sehr früh, glaube ich, auf Rapper's Delight oder sowas mal einen Freestyle probiert. Das war auch wirklich sehr fremdschämig. Nee, aber tatsächlich waren Advanced Chemistry so eine wichtige Band für mich. Die haben eine Single gemacht, 92, Fremd im eigenen Land. Und waren eigentlich so die erste Crew, die auch politischen Rap gemacht hat. Und das hat mich irgendwie inspiriert. Auch ich habe davor auf Englisch Rap gemacht und dachte, okay, die können das auf Deutsch. Das muss man jetzt auch probieren. Ich kenne die halt nicht, sonst hätte ich die natürlich gewählt. Wahrscheinlich kenne ich die Goldenen Musik. Ich habe einen Adler drauf. Zwing mich jetzt nicht zu rappen. Ja. Ich kann das so. Mach mich jetzt nicht fertig vor den Leuten. Das kennst du. Ja, wir hören das gleich draußen über Handy. Okay, dann sind wir aber eigentlich schon beim Thema. Wir wollen ja heute über Originale sprechen. Deshalb würde mich mal interessieren, ob es in euren Anfängen andere Originale gab, die euch den Weg geebnet haben. Es müssen nicht unbedingt Leute wie Advanced Chemistry gewesen sein, sondern vielleicht auch Menschen im Umfeld. Irgendjemand, der für euch ein Original ist und euch geholfen hat bei dem, was ihr heute macht. Gab es da jemanden? Auf jeden Fall gab es verschiedene MentorInnen, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, du wirst keine KünstlerIn treffen, bei der das nicht so ist. Für mich war ganz wichtig, Don Philippe kennenzulernen. Wir waren Produzent, der auch schon 11 Jahre älter war als ich und der hatte ein Studio in Stuttgart-Kaltental in so einem Gartenhaus, das ist hier ein bisschen raus. Und ich hatte einen Freund, der DJ war in einem Club, der hieß Unbekanntes Tier, der mich dahin mitgenommen hat, der ihn kannte, weil Philipp mit
Teilhaber war von diesem Club Unbekannten Tier. Und dann bin ich dahin, habe ihm die ersten Sachen vorgerappt. Das war schon sehr wichtig für mich, da in ihm jemand zu finden, der das irgendwie mein Talent gesehen hat und der schon Struktur hatte, um mich weiterzubringen. Jetzt neben natürlich Künstlern, zu denen ich oder Künstlerinnen, zu denen ich aufgeschaut habe, gab es natürlich jede Menge. Also ich habe angefangen, in Bands zu spielen mit 15 und da war Rap noch nicht so ein Riesenthema. Aber da waren natürlich Bob Marley und Stevie Wonder und solche Künstler waren für mich total wichtig und prägend. Und natürlich ist, glaube ich, das Erste, was man macht, wenn man sich ausprobiert, ist, dass man nachahmt und dass man irgendwie versucht, so ein bisschen das hinzubekommen, was die Vorbilder machen. So, und das war natürlich meine ganze Jugend, war irgendwie ein einziges Nachahmen. Wie war das bei dir, Mila? Tatsächlich hatte ich eine sehr starke Verbindung zu Feo und Süli Alada, die mich damals entdeckt haben und den Film Die Fremde zusammen gemacht haben. Und ich hatte halt keine Agentur und ich habe mich auch nicht getraut, mich Schauspielerin zu nennen oder so. Ich habe immer gesagt, angehende Schauspielerin und so. Und sie haben halt immer auf mich aufgepasst. Es war so, als wären sie meine Filmeltern und haben immer, wenn es eine passende Rolle gab, versucht, mich erneut zu buchen und voranzubringen und auch mit den richtigen Leuten zu verbinden, bis sie mich dann irgendwann losgelassen haben. Und ehe ich mich versah, war ich voll mittendrin in der Branche. Und dann gab es das Projekt, die NSU-Trilogie, die ich dann mit Süli Alada gemacht habe, was sehr besonders war für mich als Mensch, aber auch als Schauspielerin und für meine Karriere. Und wenn ich so an Menschen denke, die mich inspiriert haben auf meinem Weg, ist es auf jeden Fall auch Sherry Horman, die Regisseurin von Nur eine Frau, die mich nach wie vor inspiriert und mit der ich gerne bin. Und wenn ich weiter wegschaue, dann muss ich ehrlich sagen, war ich immer ein Fan von Sandra Bullock. Ja. Bevor wir weiterreden über Originale, erstmal vielleicht zu klären, was macht ein Original für euch überhaupt aus? Was ist das überhaupt für euch in eurer Definition? Ich glaube, ein Original ist eine Person, die es schafft, eine Geschichte oder ein Ding so zu erzählen, wie man es davor noch nicht erzählt bekommen hat, vielleicht. Irgendeinen Trademark hat, die irgendwas macht und man hat das Gefühl, man beobachtet die Person dabei, wie sie es tut und es fühlt sich vertraut an und gleichzeitig triggert es triggert es ein Gefühl, das man noch nicht hatte mit jemand anders. Ich glaube, das sind die Leute, die ich als Originale sehe. Für mich sind auf jeden Fall Menschen, die das geschafft haben und die sich irgendwie festgesetzt haben, mit einer bestimmten Art Dinge zu tun, Dinge zu erzählen. Und das bekommt man von ihnen auch immer wieder. Egal wie wandelbar sie sind in ihren Rollen oder in der Musik, die sie machen, es ist trotzdem ein bestimmter Angle, über den sie kommen und dir ein Gefühl vermitteln, das universell sein kann und es trotzdem auf eine ganz spezielle Art erzählt wird. Ich finde das so schön, dass du das sagst, dass du Original nicht mit Ursprung gleichsetzt, weil das wird ja oft so verstanden, dass es heißt, um original zu sein, musst du ein Unikat sein, ja, auf jeden Fall, aber du musst der Erste oder die Erste sein und das finde ich eben nicht so und ich finde, dass Originale immer etwas Inspirierendes haben für den Konsumenten oder für den Betrachter oder die Betrachterin und wichtig ist, glaube ich, dass es einen Austausch gibt und da kann es auch ein Cover sein. Also zum Beispiel der Kinofilm Nur eine Frau, ein Film über Ehrenmord gibt es schon. Und das war auch tatsächlich die Begründung von der Förderung, wo wir das Geld bekommen, um einen Film zu produzieren, dass wir diesen Film jetzt echt nicht brauchen und so. Und Sherry Horman hat daraus aus dieser Geschichte ein Original gemacht. Sie hat ein Unikat erschaffen, eine Geschichte so erzählt, wie ich sie noch nicht erzählt bekommen habe. Und wenn man Original so definiert, dann finde ich das einfach bereichernd und extrem schön.
Dankeschön, Max. Ich wollte dem nur. Ich teile seine Meinung. Ja, schön. Mhm. Nein, ich glaube, das ist eine Missperzeption, diese Idee von jemand hat irgendwas erfunden und deshalb ist er sozusagen originär dafür verantwortlich. Und ich glaube, dass das was ist, was Menschen hier schnell vergessen, dass wir alle auf den Schultern von anderen Leuten stehen, die vor uns da waren, was gemacht haben, was uns geprägt hat und woran, was uns Orientierung gegeben hat. Und im besten Fall schaffen wir es, das zu nehmen und das mit unserer Idee zu verbinden und zu füllen und was dann Neues daraus zu generieren. Und das ist dann in dem Fall, im besten Fall originell und ein Original. Mhm. Ihr macht ja beide das, was ihr macht, ja auch jetzt schon eine Weile. Jetzt frage ich mich so, dieses originell bleiben über lange Zeit, wie man das angeht. Vor allem im Hip-Hop ist das ja gar nicht so einfach. Zum einen, wie erfindet man sich immer neu und ist nicht hängen geblieben? Und wie bleibt man sich trotzdem treu, ohne zum Beispiel auf jeden Trend aufzuspringen? Weil so eine Karriere wie du hat ja auch nicht jeder hinbekommen, dass sich das über Jahrzehnte hält. Gerade im Hip-Hop ist ja doch relativ schnelllebig. Deswegen, wie hast du das für dich so rausdekliniert? Ich glaube, es ist jedes Mal eine neue Suche. Also A, was will man erzählen, was will man ausdrücken, womit fühlt man sich auch wohl? Also das war für mich immer total wichtig, dass ich nicht irgendwas verwalte, eine Marke, eine Vorstellung von dem, was ich bin oder sein sollte oder liefern sollte. Dass ich auf der einen Seite viel schaue und in die Welt gucke und was gibt es auch an neuen Sachen und am Ende aber trotzdem bei mir lande und probiere irgendwie das zu verhandeln, was mich gerade bewegt und umgibt und auch immer aus einer Perspektive, die eben jetzt ist. Und das heißt, das muss für mich deshalb auch, oder ist oft die Frage, wie macht man das jetzt mit Rap mit 50 und so, wie wird denn das? Und natürlich ist es eine interessante Frage, weil es gibt keine MCs außer Jay-Z oder sowas, die meinen älter sind oder mein Jahrgang und noch aktiv. Also ist es schon immer eine, vielleicht auch ein Stück eine Pionierarbeit, aber sie ist insofern nicht so schwierig, als dass das für mich die Aufgabe ist, was zu finden, was mich selbst bewegt und berührt und wo ich nicht das Gefühl habe, ich bediene irgendwas. Wie ist es bei dir, Mila? Wie ist es im Schauspiel? Wie kann man da ein Original sein, obwohl man ja eigentlich jedes Mal eine Rolle spielt? Ich glaube, ich versuche es mit der Auswahl meiner Rollen. Und über eine bedingungslose Liebe dem Gegenüber, was ich versuche zu machen. Und dass man nicht versucht, da entsteht ja auch ein Trend. Und dass man wirklich auch auserwählt, welche Projekte deiner Vision würdig sind. Nicht deine, aber dem, was du erzählen möchtest. Und wenn man sich meine Vita anguckt, hoffe ich natürlich, dass man auch eine gewisse Handschrift erkennt in den Projekten, die ich gemacht habe. Aber auch wenn ich versuche, als Mensch aufzutreten, ist es mir, glaube ich, immer sehr wichtig, authentisch zu sein und nicht diesem Trend zu folgen, der einfach sich die ganze Zeit verändert, weil ich glaube, dann ist man sich selbst nicht treu, dann ist man nicht mehr authentisch und dann muss man sich auch überlegen, ist man auf der Bühne, um etwas zu verkörpern, was man eh nicht ist, weil das einfach die Strategie ist, eine Marke zu kreieren, oder bist du mit Leib und Seele da und teilst deine Liebe. Und das ist so meine Art und Weise, die Dinge umzusetzen. Jetzt muss ich euch leider, obwohl wir gerade so einen deep Moment haben, leider wieder komplett rausreißen. I'm sorry. Aber es geht weiter mit meinem Quiz. Woo. Und zwar habe ich noch ein paar Fragen für euch, die ich einstreuen wollte, immer mal wieder, weil ich glaube, wir können darüber ein bisschen ableiten zu anderen Themen. Ihr könnt auch gerne alle mitmachen, fühlt euch eingeladen als Publikumsjoker. Genau, jetzt geht es gleich um so Thema Heimat, hat ja auch was mit Originalität zu tun. Deswegen kurz an Almila. Max hat ja einen Song und der heißt King vom Prenzlauer Berg, King aus Charlottenburg oder King aus dem Wedding? Oh Mann, das ist so gemein. Warum ist das gemein? Ich würde Prenzlauer Berg sagen. Das ist richtig, oder? Das ist sogar richtig. Ja, okay. Weil Prenzlauer Berg und Wedding, das ist ja quasi eine Zahl, die switcht. So, deswegen möchte ich. Ist es richtig? Es ist richtig. Gut. Genau. Genau, deswegen wollte ich auch so ein bisschen über Heimat sprechen, weil zum einen hast du diesen Song, da geht es zwar nicht darum, dass du aus Prenzlauer Berg bist, aber grundsätzlich, wir wissen ja, dass du
du bist einfach bekannt für diesen Switch zwischen Stuttgart, Berlin, auch diese Verknüpfung, die du immer wieder schaffst. Und ihr seid ja auch Originale in eurer jeweiligen Heimatstadt. Deshalb würde mich erstmal interessieren, wie hat das, wo ihr herkommt oder wo ihr euch aufhaltet, wie hat euch das geprägt über euer Leben hinweg, egal welcher Ort? Also kurzer Exkurs zu dem Song, das ist ein Song von City, das ist eine Band aus der ehemaligen DDR, aus Ost-Berlin, die den geschrieben haben in den 80er Jahren, und ich habe eigentlich eine Persiflage gemacht auf diesen Sog, den Prenzlauer Berg erlegen ist an Stuttgartern, die da hinkamen, und dann saßen die auf der Kastanienallee in den Cafés und haben sich so zu den neuen BürgermeisterInnen da erkoren. Und das war eigentlich eine Satire auf diese Neu-Berliner, die dann so Räume okkupieren und mit so einem Selbstverständnis. Für mich ist der Begriff irgendwie schwierig, also der Heimatbegriff, und nicht erst seit Hengames Sammelband dazu, sondern weil er natürlich also benutzt wird in Kontexten, in denen er eine sehr exkludierende Bedeutung auch haben kann. Also ich finde zu Hause oder ich weiß gar nicht, ob ich einen richtigen Begriff dafür finde. Wir haben in Stuttgart, als wir anfingen, Hip-Hop zu machen, haben wir dieses 0711-Ding geprägt. Hat man ja auch gemerkt, was passiert, wenn das umgedeutet wird von anderen Leuten. Aber das war für uns eine Klammer, die funktioniert hat, weil sie sozusagen nicht ausformulieren musste, wo kommt wer originär her, sondern wo sind wir zusammen, welche Räume bespielen wir, was wollen wir hier machen zusammen. Und das fand ich eigentlich eine schöne Klammer dafür, dass wir gesagt haben, wir müssen das nicht, Heimat nicht nationalstaatlich definieren, oder so, sondern wir sagen, das ist unser Ort, wir sind hier zusammen und wir bespielen diesen Ort. Und so sehe ich das. Und für mich war so mein Upbringing in Stuttgart insofern total schön, weil ich innerstädtisch aufgewachsen bin im Stuttgarter Westen. Das ist hier 10 Minuten den Berg hoch und alles fußläufig war. Und einfach ständig in der Stadt war und sich hier alles getroffen hat. Also auch die ganzen Leute aus den Suburbs kamen eigentlich in die Stadt, und dann gab es 1, 2, 3 Plätze und Jugendhäuser und Clubs, in denen man sich dann getroffen hat. Und ich glaube, das hat sehr geprägt, auch die Kultur, die hier entstanden ist, dass man sich ständig über den Weg gelaufen ist, dass es nicht viel anderes gab und man für sich selbst auch ausformulieren musste, was man kulturell erleben und machen will. Wie war das bei dir mit Kreuzberg? Ich würde mal sagen, Kreuzberg ist doch für dich wahrscheinlich so der Spot, zumindest wo du am meisten Zeit verbracht hast in deinem Leben. Ja, voll. Ich habe jetzt so hart Max zugehört, dass ich gar nicht über meine Situation nachgedacht habe. Ich glaube, in den 90ern, also Kreuzberg hat sich krass verändert. So, und ich kam auch 95 und habe erstmal in der Luxemburger Straße in Wedding gewohnt, Erdgeschosswohnung. Das war auch eine Ohrfeige und ein Kulturschock. Und dann nach Kreuzberg zu ziehen, war fast schon ein Upgrade. Und ich weiß nicht, ich glaube, da hat sich dieses Gefühl gebildet, dieser Zusammenhalt, dieses, egal was ist, egal wie man uns behandelt, wir halten zusammen, wir kommen schon durch. Und einer von uns muss es jetzt hochschaffen, damit wir den anderen hochhelfen können. Und irgendwann war ich aber auch abgeneigt von diesem Mikrokosmos, weil ich gemerkt habe, dass mein Erfolg nicht immer Zuspruch bekam, sondern dass es hieß, dass ich jetzt vergesse, wo ich herkomme und sowas. Und dann noch weiter konnte ich dann den Kreis schließen und habe gemerkt, dass auch jeder mit seinem Leben weitergekommen ist. Aber man trägt es so, man trägt halt diese Straße so im Herzen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich durch meine Eltern, hatten wir irgendwelche türkischen Empfänge im Ritz-Carlton und so. Da ging ich dann mit 16 mit High Heels dahin, mit Teppich und vollem Programm. Und gleichzeitig war ich aber auch die auf dem Asphaltboden saß und mit Freunden Tickerdeck gegessen habe. So. Und das ist, ich habe mich immer gefühlt wie so eine Katze in Kreuzberg, die sehr wohl elegant kann, aber die auch dir die Augen auskratzen kann. Mhm. Und jetzt bin ich immer mehr zur Ruhe gekommen und definiere für mich Heimat immer wieder neu. Also ich bin gar nicht fertig damit, aber ich merke, dass meine Wurzeln, da ich ja in der Türkei auch geboren bin, dass sie
in der Türkei sind und meine Baumkrone ragt über Europa. Mhm. So fühlt sich das an. Sehr vielleicht schön. Auch der schönere Begriff oder Wurzel. So. Voll. Ja. Aber gibt es denn einen Ort, wo ihr am meisten, ihr selbst, also quasi am meisten euer Original sein könnt? Das muss ja nicht mal ein Ort sein. Klar, bei dir liegt jetzt vielleicht Athen erstmal nahe, würde man sagen, aber es kann ja auch eine Person sein oder es muss gar keine Stadt sein. Das ist eine interessante Frage, weil ich hätte jetzt gesagt, die Bühne. Mhm. Und ist so ein bisschen wie bei Michael oder so, wo ich, ne, in seinen Interviews gesagt habe, das ist so ein Ort für ihn der Sicherheit, obwohl da so viel schief gehen kann und so viele Leute sitzen. Ich rede jetzt nicht von so einer Bühne, wo ich reden muss, das ist sondern Musik machen kann. Und was es ist, ist A, dass man das ja nicht allein macht, sondern im Kollektiv mit Freunden und dass der Raum auch ein kollektiver wird. Und es hat für mich, eigentlich ist es der einzige Moment im Leben, wo ich so eine Jetzigkeit spüre, für die Leute meditieren und solche Sachen machen und die sie so suchen, das passiert da einfach, weil es irgendwann zum Selbstläufer wird und ich nicht mehr darüber nachdenke, was da gerade passiert. Und ich merke es eigentlich, während ich es mache, aber vor allem auch hinterher, dass das so die erfüllendsten Momente sind und damit auch so Geborgenheit irgendwie mir bringen. Und ich glaube, Geborgenheit ist so eine, vielleicht ein Synonym für Wurzel oder sich zu Hause fühlen. Und deshalb würde ich sagen, die Bühne. Das ist bei dir auch so mit der Bühne? Ich meine, du hast ja auch Theater gespielt zum Beispiel. Ja. Die Bühne ist klasse. Für mich sehr reizüberflutend, weil es fasziniert mich einfach jedes Mal aufs Neue. Und ich bin da trotzdem nicht so oft wie Max Herre. aber für mich ist es, glaube ich, die Natur. Ich brauche immer so, je wilder, desto besser. Und ich fliehe sehr, sehr gerne auch in den Tiergarten. Aber wenn ich kann, und das, wenn ich nur ganz wenig Zeit habe, und wenn ich kann, fahre ich auch gerne raus in die Natur und bin gerne mit meiner Hündin. Und ich glaube, dass dieses Natürliche, was ich die ganze Zeit suche in Pflanzen oder in Bäumen, das spüre ich auch manchmal bei Menschen, weshalb ich einfach auch gerne mich mit ihnen umgebe. Und das habe ich bei meinen Freunden, aber das hatte ich heute auch mit dir, weshalb ich irgendwie auch bevor das hier losging, mit dir sein wollte und mit dir noch Zeit verbringen wollte, weil ich gemerkt habe, dass mich das runterbringt und dass es mir gut tut. Oh. Applaus. Vielleicht für euch als Background-Wissen, was wir gemacht haben. Wir hatten gerade einen sehr krassen Landschulheim-Moment, wo wir uns zusammen die Haare im Hotelzimmer und so gemacht haben. Das hat sich sehr, sehr jugendlich, aber auch sehr schön angefühlt. So, jetzt muss ich euch leider schon mit meinen Fragen nerven. Es tut mir so leid, aber irgendwie dieses Quiz-Ding, ich muss das einfach irgendwann mal in meinem Leben ausleben und ihr seid jetzt halt meine Versuchskaninchen dafür. Macht voll Spaß hier. Also, beim nächsten Mal brauche ich so irgendwelche Buzzer und so extra Sounds und so. Naja. Okay, Max. Mit wem hat Almila schon mal einen Song aufgenommen? Oh, die Antworten tun mir jetzt auch schon so leid. Cero, Mero oder Ferro? Wow. Das ist echt gemein. Wie viele der Exen bei Chatage seien gewesen nochmal? 2 von 3, ne? Oder alle? 2 maximal. Wie viele bei Chatar gesigned waren? Bei einer sicher, aber einem weiß ich es gar nicht. Es gibt aber auch 2 Ceros. Ne? Der eine heißt Cero, der andere heißt Zero und dann gibt es Mero. Nicht Cero, ja, aber Mero. Du meinst nicht Cero, du meinst Cero, ne? Ja, Cero. Nicht Cero, El Mero. Cero, Ferro, Mero. Ja. Ja. Mero. Nein, Max hat sich verstanden. Es ist Zero und du kennst Zero. Ach, Zero, ja. Mit Zero hätte ich sofort geglaubt, so, weil du Zero gesagt hast. Du hast Zero gesagt. Zero würde ich sofort glauben. Ja, mit Zero bin ich zusammen zur Schule gegangen. Ja, also Zero, also ich sage Zero. Mit Zero bin ich groß geworden. Ja, okay, ja. Gibt trotzdem, wir sind ja wie gesagt, wir denken nicht nach Leistung, aber gibt trotzdem einen imaginären Punkt. Okay, ich nehme ihn gern. Na gut, wie kam das denn bei dir mit der Musik? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass du das schon sehr lange machst und dass das immer so eine Leidenschaft war. Wie kam es, dass du dann diesen einen Song auch gemacht hast, den du rausgebracht hast? Weil das ist ja bis dato der erste und letzte von dir, ne? Stefan kennt mich halt sehr gut, weil wir uns seit 2003 kennen, glaube ich, oder 2004. Wir sind zusammen groß geworden und er wusste, dass ich Musik gemacht habe früher und irgendwann davon halt abgekommen bin. Und
Und dann gab es die Möglichkeit, dass ein Rapper zu uns zum Tatort kommt. Und dann haben sie mich gefragt, welche Rapper ich denn kenne, mit wem ich mich wohlfühlen würde und so. Und dann habe ich alle, die ich kenne, beiseite geschoben, weil ich einfach weil ich Stefan schon mal auf der Bühne gesehen, Zero schon mal auf der Bühne gesehen habe, mit Frühlingserwachen. Und der hat so wahnsinnig gut gespielt. Und dann ein Jahr später haben wir zusammen auf der Bühne gestanden und zusammen gespielt. Und dann dachte ich, wenn, dann muss es Zero sein. Und der einfach, finde ich, lyrisch sehr stark ist und sehr poetisch ist und dessen Verstand ich einfach sehr schätze. Deswegen dachte ich, der, ja. Aber habt ihr für den Tatort, hattet ihr keinen Song gemacht? Doch, wir haben für den Tatort einen Titelsong gemacht. Das war richtig gut. Ich fand nämlich auch, dass er toll gespielt hat. Ja. Okay, ich kann da, mich nicht das erinnern war der Song, der ganz am Anfang läuft, wenn der Film losgeht. Da bist du drauf, okay. Jetzt muss ja, aber das ist eine Oktave, in der ich mich gar nicht wohlfühle und Stefan hat mich das trotzdem singen lassen. Also bitte, ich singe eigentlich. Zu hoch oder zu tief? Es ist mir viel zu hoch. Ich kann's, aber man muss ja nicht immer zeigen, was man kann. Man kann ja auch ein bisschen entspannter leaned back singen. Das finde ich schöner. Egal. Ich zeig dir andere Musik. Nicht rein. Okay, dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, so ein bisschen so Imposter-Syndrom ist anscheinend ein Thema hier in der Runde. Weil einmal hast du ja vorhin erzählt, dass du dich mal als angehende Schauspielerin betitelt hast und nicht als richtige Schauspielerin. Und das ist ja generell, da kommt der, generell in kreativen Berufen ja immer so ein Ding, ab wann bezeichnet man sich als irgendwas, weil das meiste ist ja nicht irgendwie eingetragen oder man muss eine Prüfung drin ablegen. Deshalb, ab wann ist man denn irgendwas? Oder ab wann hattet ihr denn das Gefühl, ja, ich bin Musiker, ich nenne mich jetzt so und ja, ich bin Schauspielerin, ich schreie das in die Welt hinaus? Darf ich antworten? Für mich war es der Moment, als ich den Deutschen Schauspielpreis bekommen habe, mit 27. Und das war für die NSU-Trilogie tatsächlich, also für den zweiten Teil. Und da hatte ich extreme Zahnschmerzen. Ich hatte eine Zahnfleischentzündung und bin mit dieser Entzündung auf die Bühne und hatte, ich weiß nicht, ob ihr Röcke kennt, das Getränk, so ein Anisgetränk, und das, da hatte ich Watte reingetunkt und das mir auf mein Zahnfleisch gelegt, damit ich irgendwie ansatzweise durch den Schmerz komme. Und dann war ich auf dieser Bühne und habe die peinlichste Rede meines Lebens gehalten, auf die ich nach wie vor stolz bin, weil ich so authentisch war einfach nur. Und ich liebe es, zurückzuschauen und zu wissen, dass es peinlich war und dass so viele Menschen das gesehen haben, weil das auch irgendwie ich bin so. Aber vor allem war es für mich ein wichtiger Schritt, mich dahin zu stellen, mich zu zeigen, so wie ich bin und anzuerkennen, dass das in Ordnung ist, dass es okay ist und dass man mich da akzeptiert, dass es einen Grund gibt dafür, dass ich auf die Bühne gehe und diesen Preis entgegennehme, weil der Schauspielpreis ist deshalb so besonders, weil der von Schauspielern vergeben wird. Also Menschen, die diesen Beruf ausüben, und dann war das natürlich für mich auch eine Ehre, auch wenn ich das in meiner Rede gar nicht richtig zeigen konnte, weil ich zu witzig unterwegs war. Aber war das für dich auch ein Problem, weil du zum Beispiel nicht diese konventionelle Karriere gemacht hast, du hast ja keine Schauspielausbildung gemacht, eine klassische, warst an keiner Schauspielschule, war das für dich dadurch zusätzlich so ein Problem? Also hattest du jedes Gefühl, dass du so ein bisschen der Outlaw bist in der Schauspielbranche dadurch? Ich hatte grundsätzlich immer das Gefühl, dass ich der Outlaw bin, seien wir ganz ehrlich, aber das war auch schon in der Schule so, aber das war okay, und irgendwann habe ich mich angefangen damit zu brüsten und ich habe statt Schauspiel, habe ich halt Regie studiert, ich habe Editing gelernt, ich habe eine Ausbildung bei den FX-Studios gemacht, weil ich selber Wolken erzeugen können wollte und After Effects gelernt. Also ich fühle mich halt technisch sehr schwer bewaffnet, und die Schauspielerei wollte ich halt niemals so technisch haben. Ich wollte, dass es immer aus so einer inneren Weisheit herauskommt, und habe dann irgendwann gelernt, dazu zu stehen und nicht zu sagen, ja, aber ich habe Regie studiert, sondern zu sagen, nein, ich habe das gerne als Quereinsteigerin gemacht. Aber das war auf jeden Fall der Grund, du hast recht, ja. Mhm. Max, wie war das bei dir? Ich erinnere das nicht so genau, aber also so ein Kipppunkt, der so eine Professionalisierung für mich bedeutet hat, oder zumindest, dass ich das so nach außen tragen konnte, war tatsächlich 97, als wir die Platte rausgebracht hatten und Anna, und dann gab es eine goldene Schallplatte, und ich habe, die haben ja immer so eine Plakette, und ich habe eine Plakette für meine Eltern machen lassen, und meine Eltern kamen zur Verleihung auch, und dann bekamen sie diese Platte verliehen, und das war, glaube ich, eher
meinem Vater gegenüber so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt, ja, ich mache das. Mhm. Oh, es ist ein Beruf. Es ist nicht mein Hobby, sondern ich mache das jetzt beruflich. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass er wollte Maler werden, hat sich aber dann für was anderes entschieden, für sozusagen den soliden Weg. Und es war immer eine Diskussion. So, ja, Musik ist cool, aber was studierst du? Und er hat in Griechenland gewohnt in der Zeit, als ich mich eingeschrieben habe an der Uni, und ich bin da nie hin. Und so. Und er dachte aber ziemlich lang, dass ich studiere. Und das war dann eigentlich der Moment, wo er, glaube ich, so gemerkt hat, okay, da wird vielleicht was Ernsthafteres draus. Mhm. Aber krass, wie es dann bei euch beiden, und ich kenne das auch, weil es bei mir genauso war, dass man sich erst getraut hat, als dann trotzdem von außen diese Bestätigung durch irgendeine Ausleihung, Verleihung oder sonst was kam. Ja, so dabei gibt es in unseren Berufen sehr viel Bestätigung. Ne? Ja. Es gibt so viele Berufe, wo du eben keinen Preis dafür kriegst, dass du das gut gemacht hast oder mal jemand sagt, hey, gut gemacht, danke für die Pflege, die du da, also ne, und dennoch hat man so ein schwaches Künstlerherz manchmal, obwohl es so viel Bestätigung da draußen abzuholen gibt. Ich finde das manchmal wie so ein Rausch. Mhm. Max, ist es bei dir bis heute noch so? Weil auf deiner letzten Platte sind ja zwei Songs, die so ein bisschen drauf andeuten, einmal Fälscher und einmal Conny Kujau, der ja ein Kunstfälscher war. Deshalb habe ich mich gefragt, naja, Platte ist von 2019, ist das immer noch was dich umtreibt, dass du ein kleiner Fälscher bist? Definitiv. Also, und es gibt immer wieder Momente, wo mir das begegnet. Ich habe zum Beispiel, ich habe so eine Residency in der Stuttgarter Oper und ich habe einen Onkel, der Oper gesungen hat, und ich saß da neulich mit dem Jazzprojekt und den Streichern, dem Orchester hinter mir, und ich habe Klavier gespielt und ich habe ein halbes Jahr Klavierunterricht gehabt in meinem Leben und ansonsten mir das so selbst beigebracht und saß an diesem Flügel in der Oper auf der Bühne, und es ist ganz einfach, was ich spiele, aber mein Onkel war im Publikum und ich hatte komplett dieses Gefühl von, das ist ja alles Betrug hier und er weiß es. Mhm. Und ne, also die Momente gibt es immer wieder. Ja. Okay, wenn wir jetzt so eure Karrieren Revue passieren lassen, wir waren ja schon ein bisschen bei den Anfängen, bei dem Zwischendrin. Gibt es denn Dinge, auch wenn man natürlich immer sagt, man soll Sachen nicht bereuen, gibt es trotzdem Sachen, die ihr bereut oder auch Dinge, die so an euch, an eurem Original quasi auch gerüttelt haben? Thema rütteln, an eurem Original gerüttelt haben, wo ihr sagt, oh, da war ich nicht ich, da musste ich mich verstellen, das würde ich heute so nicht mehr machen? Es gibt natürlich immer wieder Momente, so, in denen man sich entfernt ein Stück weit oder einfach Sachen auch zum ersten Mal macht und das ausprobiert und danach merkt, das war jetzt kein Setup, in dem ich funktionieren kann. Man bereut es dann in dem Moment oder die Wochen danach vielleicht, und irgendwann bereut man es aber nicht mehr, wenn man einfach sagt, okay, das war zu dem Zeitpunkt die Entscheidung, die man getroffen hat, und die hat sich richtig angefühlt, hat sich im Nachhinein nicht erst richtig entpuppt, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste die Zeit zurückdrehen oder wollte die Zeit zurückdrehen und da irgendwas erasen. So glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Momente, die das Potenzial haben, dass man sie hätte bereuen können, oft für Lektionen sorgen, woraus man Dinge schöpft, die ohne diesen Knotenpunkt nie entstanden wären. So, oder man hätte diese Idee nie gehabt. Oder deswegen tue ich mich tatsächlich immer schwer mit diesem Wort bereuen. Und ich glaube, es gibt einfach viele, ich habe viele Fehler gemacht oder ich habe mich manchmal von mir selber distanziert, aber auch diese Distanz hat gut getan, um zurückzufinden und da irgendwie reicher oder bestimmter weiter vorzugehen, würde ich ja sagen, ja. Aber fällt dir zum Beispiel ein Moment ein, wo du das Gefühl hast, da hast du richtig viel draus ziehen können, weil du dich eben verstellt hast und gemerkt hast, es hat gar nichts gebracht? Das ist jetzt nicht direkt das, was ich antworten wollen würde, aber ich möchte ehrlich sein, dass das Erste, was mir einfiel, war dieser Moment. Ich war 24 und ich hatte in Köln meinen ersten Dreh in Köln überhaupt. Und ich kam an, mein Flug hatte Verspätung und das ganze Set hat gewartet, aber es ist die Produktionsleitung, die Organisation schiefgelaufen. Ich hätte einen Tag vorher anreisen müssen. Wie auch immer, ich kam viel zu spät am Set aufgrund von Logistik,
Und der Setaufnahmeleiter, das ist die Person, die am Set alles koordiniert, hat mich sowas von angeschrien. Der hat mich so fertig gemacht, dass ich einfach nur angefangen habe zu weinen. Und das ärgert mich heute noch. Das ist so etwas, wo ich einfach hingehen will und ihn einmal zur Sau machen will oder ihn angucken möchte und sagen will, süß, bist du fertig? Ich würde jetzt gerne in die Maske gehen. Stattdessen war ich einfach so klein mit Hut und kam gar nicht vor Schluck auf, nicht dazu, ihm zu sagen, dass er falsch liegt und dass es sein Department ist, das gerade das Verhauen hat, dass ich zu spät am Set bin. Das ist ja nicht so, dass ich verschlafen hätte. Und ja, das ärgert mich total, aber seit diesem Tag traut sich keiner mehr, mich anzuschreien. Und ich schreie auch nicht zurück, sondern ich habe eine Buddha-Weise mittlerweile in mir errungen und möchte diese gerne beibehalten. Manchmal lache ich Menschen gehässig aus, aber mehr nicht. Das ist okay. Das ist okay, ich bin ein Mensch. Okay, ich gucke gerade schon auf die Zeit. Wir haben leider eigentlich keine Zeit mehr. Deshalb vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss und den Rest können wir gleich vielleicht nochmal besprechen. Wir sind auf jeden Fall noch eine Weile da. Ich hoffe, ihr auch. Genau. Gibt es noch irgendwas, was ihr euch noch unbedingt an Wünschen erfüllen wollt? Weil du hast ja zum Beispiel die Musik angesprochen, dass du da gerne mehr Zeit investieren wollen würdest, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge. Gibt es noch irgendwas, was ihr so die nächsten Jahre für euch unbedingt erfüllen möchtet? Ja, ich möchte unbedingt diese Musik-Thematik erfüllen, aber auch, ich habe angefangen zu schreiben und ich schreibe aktuell an einer Serie, weil ich kriege so viele Drehbücher zu lesen und es ist selten so, dass du denkst, ach, da will ich mitspielen, und das heißt, man hat auch mittlerweile ein Verständnis dafür entwickelt und ich habe es ja auch studiert und ich merke einfach, dass der Drang immer größer wird, dass ich sehr gerne Visionen anderer diene und Filme kreieren ist immer ein Dienen. Keiner braucht sich irgendwie blöd aufzustellen. Aber jetzt habe ich schon das Bedürfnis, weil wir immer die Drehbücher als Schauspieler auch bearbeiten und verbessern. Ich möchte mal was schreiben und das spielen. Aber dann führt jemand anderes Regie, aber ich möchte das erschaffen. Mhm. Und ich bin tatsächlich dabei. Aber es ist erst die erste Folge geschrieben. Ich muss noch weitermachen. Max? Mir fällt nicht so wirklich was. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich wunschlos glücklich. Aber du bist der Typ, bei dem man nicht weiß, was man ihm zu Weihnachten schenken soll, weil er alles hat. Quasi. Ja, vielleicht. Nein, das sage ich dir nachher. Ich wünsche mir natürlich ganz viel immer zu Weihnachten. Ganz pragmatische Dinge. Mhm. Es ist ein bisschen anders gelagert. Also ich wünsche mir natürlich, dass ich weiter Musik machen darf und das ist natürlich ein großes Privileg, das auch zu dürfen nach über 25 Jahren und auch die Art von Projekten, die ich machen darf, die ich sehr danach auswähle, was mich interessiert künstlerisch. Diese Jazzplatte zum Beispiel, dass trotzdem Leute da mitgehen und ich da positives Feedback kriege. Natürlich freuen sich Leute auch, wenn ich wieder einen Rap-Song mache mal, aber das wünsche ich mir, dass ich das weitermachen darf. Und ansonsten sind die Wünsche eher auch auf privat gelagert. Also es ist ein neuer Lebensabschnitt. Vielleicht kann ich es kurz erzählen. Wir haben erwachsene Söhne und wir hatten 20 Jahre keine erwachsenen Söhne und haben unseren Freunden dabei zugeguckt, wie sie in aller Freiheit gereist sind, ihre Partnerschaft gelebt haben und solche Sachen. Und da freue ich mich drauf und da habe ich auf jeden Fall Wünsche auch diesbezüglich, dass ich denke, okay, das ist eine interessante neue Lebensphase und auch ein Moment, sich neu zu definieren und sich auch wieder unabhängiger zu definieren. Okay, dann vielen Dank, dass ihr so offen wart mit mir. Wir sind leider schon am Ende. Ich glaube, wir haben schon massiv überzogen. Deshalb auch Dank an euch, Dank ans Publikum, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Danke an Schwebs natürlich für die Orga heute und generell Dank an alle auch hinter den Kulissen vom Aufbau, vom Abbau von der Orga. Ja, natürlich nochmal vielen Dank an Max, vielen Dank an Almila. Bitte noch einmal einen Applaus. Ihr seid so schön. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Dankeschön. Wie gesagt, wir sind jetzt noch ein bisschen hier. Ihr könnt noch gerne ein Getränk mit uns verzehren. Und ansonsten noch einen schönen Abend.
Also mir hat es super gut gefallen. Ich bin natürlich in erster Linie wegen einem meiner Jugendhelden, Max Herre, heute so begeistert gewesen, die Tickets gewonnen zu haben. Aber ich war von dem gesamten Event und natürlich auch von den Drinks begeistert. Es war sehr cool. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich erwarten konnte davor. Und es ist wirklich ein offener, cooler Talk. Sehr cooles Event auf jeden Fall. Jederzeit gerne wieder. Ich fand es voll den entspannten und gemütlichen Abend in einer voll coolen Runde. Man hat irgendwie nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommen von den beiden, voll viel Einblick bekommen und das in einer coolen Atmosphäre.